gute Laune. Cabrios vom Autohaus Allgäu. Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist TV Allgäu Nachrichten am Montag. Sie werden es an Ihrem Fernseher festgestellt haben. Wir senden in einem neuen Format. Ab sofort gibt es uns nämlich breiter, nämlich in 16:9. Der Rest aber bleibt gleich und deswegen sind hier jetzt die Themen des Tages. Sportliches Großevent, Triathlon Langdistanz WM in Immenstadt, weltweite Anbindung, Förderbescheide in Sachen Breitbandinternet übergeben und Geschichte zum Anfassen, historische Gerichtstage in Füssen. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants, über 1000 Parkplätze, Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum, Forum Allgäu, mitten in Kempten. 650 Sportler haben am Wochenende am 28. Allgäu-Triathlon in Immenstadt teilgenommen. Sieger wurde der Niederländer Bernd Flier mit einer Zeit von 4 Stunden und knapp 8 Minuten. Zweiter wurde der Immenstädter Martin Joost mit 4 Stunden und knapp 20 Minuten. Und bei den Frauen gewann Alexandra Radatz in 4 Stunden und 50 Minuten. Insgesamt mussten die Athleten beim Allgäu-Triathlon 2 Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer laufen. Doch das war noch nicht alles. Nur einen Tag drauf hat dann die Weltmeisterschaft über die Langdistanz stattgefunden. Hier waren die Strecken dann etwas länger. Insgesamt 830 Sportler aus 30 Nationen waren am Start und im ersten Durchlauf ging die Elite ins Rennen. Darunter auch der Weltmeister von 2009, Timothy O'Donnell aus den USA. Meine Kollegen Evelyn Priep und Julian Küpper berichten. So viel Presse ist nicht immer in Immenstadt. Kein Wunder, denn diesmal findet hier am Alpsee die Weltmeisterschaft im Langdistanz-Triathlon statt. Das heißt 4 Kilometer schwimmen, 130 Kilometer mit dem Fahrrad und 30 Kilometer laufen. 2007 hatten sich die Organisatoren für die Weltmeisterschaft beworben, 2008 die Zusage bekommen. Es ging fast über 2 Jahre, 1,5, 1,3 Jahre. In dieser Zeit haben wir praktisch dieses Mammutprogramm bewältigt. Das ist ein Ergebnis, wie wir jetzt heute hier sehen können. Natürlich nur mit Unterstützung unserer wahnsinnig großen Helferschar. Über 850 Helfer, die heute im Einsatz sind, ohne die diese Veranstaltung nicht stattfinden könnte. Auch mit Unterstützung der Polizei und der Behörden. Ohne die geht es einfach nicht. Und nur wenn alle zusammenhelfen, kommt sowas raus, was wir jetzt heute hier erleben dürfen. Am Ziel der Schwimmstrecke wartet schon das Publikum. Der Franzose Sylvain Soudry ist Erster mit knapp 49 Minuten. Der Deutsche Konstantin Bachor an 7. Stelle mit 53 Minuten. Jetzt geht es darum, auf die Fahrräder umzusteigen. 130 Kilometer liegen vor den Athleten. Zwischendurch gibt es auch Verpflegung. Für mich als Norddeutscher, wo es ja sehr flach ist, sage ich mal, ist das hier natürlich das komplette Gegenteil. Ich habe mich da versucht, darauf vorzubereiten, indem ich ICE-Brücken hochgesprintet bin. Was natürlich nicht ganz das Gleiche ist, als wenn man hier die 15% Steigung mehrere Male hoch muss. Aber meine Stärke ist das Radfahren. Und deswegen habe ich auch in der zweiten Runde dann was probiert. Und bin aus der zweiten Gruppe dann rausgefahren und habe auch noch einen schönen Vorsprung rausgefahren. Also die Strecke ist halt verdammt hart, die 130 auf dem Rad, die fühlen sich an wie 180 flache. Der härteste Anstieg, der Kalvarienberg. Soudry führt immer noch. Ihm und den anderen scheinen die 15% Steigung kaum etwas auszumachen. Außerdem geben die Zuschauer mit Applaus und Zurufen wieder Energie. Im Immenstädter Stadion wechselt Soudry wieder als Erster von Fahrrad zum Laufen. Konstantin Bachor kommt als Dritter zur Wechselstation. Insgesamt hatte er beim Fahrradfahren den ersten Platz mit einer Zeit von 3 Stunden und 34 Minuten für 130 Kilometer. Bei Soudry sind es fast 2 Minuten mehr. Jetzt fangen die 30 Kilometer Lauf an. Favoritin für die Frauen, Caroline Steffen. Sie hat bisher sowohl beim Schwimmen als auch beim Fahrradfahren den ersten Platz gemacht. Im Stadion sieht man, wie die Kräfte langsam nachlassen. Soudry dreht seine Ehrenrunde, läuft nach 6 Stunden 25 Minuten ins Ziel und lässt sich feiern. Ja.
Konstantin Bachor hat beim Laufen 2 Plätze einbüßen müssen, ist aber mit seinem 5. Platz zufrieden. Ja, als ich ins Ziel kam, musste ich mich erstmal kurz hinsetzen und jetzt einfach nur trinken und ein bisschen feiern noch. Ich denke, ich habe mir die Top 10 vorgenommen und mit dem 5. Platz bin ich da super zufrieden. Schließlich läuft nach 6 Stunden und 55 Minuten die Weltmeisterin Caroline Steffen ins Ziel. Im 19. Jahrhundert war es das Schienennetz. 1848 kam es beispielsweise nach Buchloe. Im 20. Jahrhundert waren es Wasser und Strom. Und im 21. Jahrhundert wird es wohl vor allem das Breitbandnetz sein, das ausgebaut wird und den Fortschritt mitbringt. Schnelles Internet in Zeiten, in denen Aufträge weltweit vergeben werden und man quer über den Erdball miteinander kommuniziert, wichtiger denn je. Für Städte und Gemeinden ein echter Standortvorteil. Wer von der Datenautobahn abgehängt ist, dem droht das auch in finanzieller Hinsicht, Stichwort Gewerbesteuer. Deshalb arbeiten im Ostallgäu 33 Gemeinden gemeinsam daran, ihre Internetleitungen schneller zu bekommen. Und der Freistaat Bayern fördert Breitbandprojekte mit maximal 100.000 Euro. Heute überreichte Regierungspräsident Karl-Michael Schäufele die ersten beiden Förderbescheide im Allgäu. Sebastian Zausch und Manfred Fiener wissen an wen. Freie Fahrt auf der Autobahn der Daten. Für den Buchloher Ortsteil Hohensolgen und die Gemeinde Günzach wird das bald Realität. Sie sind die ersten Gemeinden im Ostallgäu, die mithilfe des Freistaates ein schnelleres Internet anbieten können. Die Gemeinde Günzach natürlich absolut im ländlichen Bereich. Wir haben wenig Infrastruktur sonst und wir haben hier in der Gemeinde sehr viele Freiberufler, Werbeagenturen, die in dieser wunderschönen Gegend auch wohnen und denen wollen wir auch in Zukunft eine vernünftige Internetanbindung gewährleisten. Und natürlich auch für das Gewerbe, das schon besteht. Wir wollen ein neues Gewerbegebiet ausweisen und dann brauchen wir einfach eine Glasfaseranbindung. Derzeit ist in Günzach eine Bandbreite von 1 Megabit pro Sekunde möglich. Künftig wird es das 50-fache sein. Ebenso wie in Hohensolgen werden die LEW-Tochterfirma Telnet und Mnet die Glasfaserleitungen legen. 50 Megabit ist jetzt vielleicht vergleichbar von einem Feldweg zu einer 10-spurigen Autobahn. Die Bürger, die jetzt dann mit DSL versorgt werden, die bräuchten heute theoretisch 2 Tage, um sich einen Film aus dem Internet runterzuladen. Das wird zukünftig in ein paar Minuten passieren. Oder eben ins Internet rein. Heute in so einem unterversorgten Gebiet Bilder zum Entwickeln zu schicken, ist de facto unmöglich. Zukünftig werden 100 Bilder in einigen Minuten übermittelt sein. 50 Megabit pro Sekunde, das ist vor allem mehr, als so manche Stadt hat. Kempten oder Augsburg beispielsweise hätten deutlich weniger, hieß es heute in einem Pressegespräch. Das Ostallgäu sei in Sachen Internetgeschwindigkeit Vorreiter und das solle auch so bleiben, gab Landrat Johann Fleschuth heute die Parole aus. Er setzt auf die Zusammenarbeit der Gemeinden untereinander. Also wir haben gesagt, es kann ja nicht sein, dass jede Gemeinde eine eigentlich übergreifende Versorgung wie eine Insel betrachtet und betrachten muss. Wir haben gesagt, wenigstens auf Landkreisebene versuchen wir die Zukunftstechnologie Glasfasertechnik zu nutzen und dann natürlich auch von Gemeinde zu schauen, wo gibt es diese Glasfasertechnologie, wo kann man Cluster bilden im Sinne von zusammenhängenden Strängen, die Sache auch billiger machen und auch eine viel, viel größere Versorgung, wie hier jetzt bei Günzach und Buchloe mit 50 Mbits gewährleisten. Noch in diesem Jahr soll in Günzach mit dem Ausbau des Internets begonnen werden. Deutlich schneller soll es dort dann, ebenso wie in Hohensolgen, ab dem nächsten Frühjahr zugehen. Na dann, gute Fahrt auf der Datenautobahn. In Cowboy-Manier hat ein 36-jähriger Hochschulprofessor aus den USA am Sonntagabend einen seiner Meinung nach zu schnell fahrenden Autofahrer auf der Zufahrtsstraße nach Neuschwanstein bestraft. Der 36-jährige Amerikaner hatte mit einem Taschenmesser die rechte Seite des Fahrzeugs zerkratzt. Die herbeigerufene Polizei konnte dem Amerikaner klarmachen, dass hierzulande Selbstjustiz nicht erwünscht sei. Den Schaden in Höhe von 300 Euro konnte der Mann gleich an Ort und Stelle ersetzen. Ein Strafverfahren gegen den Hochschullehrer wurde aber trotzdem eingeleitet. Ja, und was sonst noch so los war in der Region, das erfahren Sie gleich in unserem Nachrichtenüberblick.
zur Warm-Up-Festwochenparty. Mittwoch, 11. August in der Big Box Allgäu Kempten. DJ Matze Ehring und die Kult-Oktoberfestband Münchner Zwietracht heizen ein. Einlass ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf in allen AZ-Service-Centern und der Ticketbox der Big Box. Weitere Infos unter www.onlyparty.de/festwochen-party. Die Party des Jahres wird präsentiert von Allgäuer Zeitung, Allgäuer Brauhaus und Big Box Allgäu. Ein Urlaubstag mit Arnold Reisen. Entspannen Sie in wohlig warmen Thermalbädern. Erleben Sie herrliche Landschaften. Bummeln Sie durch wunderschöne Städte oder shoppen Sie nach Herzenslust. Starten Sie zu unvergesslichen Erlebnistouren. Wählen Sie Ihr Wunschziel und verbringen Sie einen vergnüglichen Urlaubstag in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Natürliche Wärme aus der Luft, der Erde, dem Wasser. Alles Wissenswerte unter www.diewärmepumpenprofis.de. Für jeden das passende Rad. Radl Stadl Dickenreishausen. Radl-Stadl.de. Jetzt neu. Drei Fachmärkte unter einem Dach. Der Trendstore, der Bettenfachmarkt Topsleep und der Küchenprofi. Möbelmarkt Trunze in Markt Oberdorf. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Bequem nach oben mit der modernen Söllereckbahn. Rasante Abfahrten mit dem Söllereck Rodel. Spektakuläre Perspektiven von der Skiflugschanze. Wanderspaß auf dem Naturerlebnisweg. Wir, da haben wir am Söllereck. Mei, wir haben da einen Höferspaß. Mitmachen, mitsammeln und mit dem Allgäuer Brauhaus bewegende Preise gewinnen bei der großen Sommeraktion. Einfach Aktionskronenkorken sammeln und superstarke Sommerpreise abräumen. Hauptgewinn ist ein Suzuki Jeep. Weitere Infos ab sofort im Getränkehandel und unter allgäuer-brauhaus.de. Allgäuer Brauhaus, Brautradition aus Kempten. Berghaus Schönblick, der Treffpunkt für aktive Genießer. Grillfest oder Geburtstagsfeier, wir sind gerüstet. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Die Meldungen vom 2. August. Tödliche Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag bei Eumittelberg zugezogen. Der 25-Jährige war mit seiner Maschine zwischen den Ortsteilen Haag und Mittelberg unterwegs. An der Kuppe einer Rechtskurve war er auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei dem Versuch gegenzulenken stürzte der Mann und wurde von einem entgegenkommenden Pkw erfasst. Laut Polizeibericht hatte der Motorradfahrer seinen Führerschein erst 3 Wochen vor dem Unfall gemacht. Im Streit um die Vasenmoos-Schwarzbauten in Füssen zeichnet sich eine Annäherung zwischen dem Landkreis und den Hausbesitzern ab. So die Aussage des Ostallgäuer Landrates Johann Fleschhut, nachdem sich der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages heute selbst ein Bild von der Lage vor Ort gemacht hat. Fleschhut spricht zwar von einem guten Verlauf der Gespräche, sieht den Streit allerdings noch nicht als beendet an. Aktuell heißt es, dass 146 illegal gebaute Häuser noch bis zu 15 Jahre stehen bleiben dürfen. Die Staatsregierung betrachtet diese Einigung als großzügig. Die Eigentümer der Vasenmoosbauten fordern dagegen eine Frist von bis zu 20 Jahren. Das Baurecht dagegen steht eindeutig auf der Seite des Landkreises und der Stadt Füssen. Abschlagen für einen guten Zweck. Unter diesem Motto stand am Wochenende das Golfturnier des Bayerischen Skiverbandes, kurz BSV, in Lechbruck. Bei der mittlerweile 3. Auflage waren nicht nur amtierende und ehemalige Skisportler, sondern auch Vertreter aus der Wirtschaft auf dem Golfplatz zu finden. Oberhalb der Ostallgäuer Gemeinde Lechbruck am See, auf der Gsteig, mussten die Golfer auf der 18-Loch-Anlage ihr Können unter Beweis stellen. Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden vor 3 Jahren. Reinhold Merle mit, der Organisator als BSV-Landestrainer, ist hier als Mitglied ebenfalls vertreten und so die Location im Voralpenland, wo wir sehr gerne wiederkommen.
Gespielt wurde beim dritten Golfturnier des BSV nach der Form des Texas Scramble. Hier spielen vier Sportler in einem Team. Der beste Ball der Mannschaft wird dann jeweils weitergespielt. Wer die wenigsten Abschläge benötigt, ist am Ende der Sieger. Beim Turnier stand aber natürlich nicht nur der persönliche Sieg im Vordergrund, sondern der gute Zweck. Ja, eingesetzt wird hier dieses Geld für die Nachwuchsförderung, für alle acht olympischen Disziplinen, Ski Alpin bis zum Langlauf, Biathlon, Skicross. Und da wird dementsprechend Trainer gefördert, bezahlt, auch Athleten gefördert und die Busse finanziert. Insgesamt 34 Teams gingen in Lechbruck an den Start. Sieger wurde in diesem Jahr in der Bruttowertung das Team um Christian Neureuther, in der Nettowertung das Team um Florian Klein. Im Fall des tödlichen Snowboard-Unfalls im Januar dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft Kempten eine Geldstrafe gegen den Betreiber der Gründenlifte wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Wie berichtet, hatte der Snowboardfahrer aufgrund von Nebel die Orientierung verloren und war von der Piste abgekommen. Bei dem Versuch, ins Tal zu gelangen, stürzte der Jugendliche über einen Felsabbruch und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der 67-jährige Betreiber hätte für eine bessere Absperrung sorgen müssen, so der Vorwurf. Über die Geldstrafe muss nun das Amtsgericht Sonthofen entscheiden. Ein Blitzschlag dürfte die Ursache für einen Dachstuhlbrand in Sonthofen gewesen sein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Bewohner des Hauses aus dem Schlaf gerissen, als der Blitz den Kamin traf. Teile des Kamins wurden mehrere Meter weit geschleudert, der Dachstuhl fing Feuer. Die Feuerwehren Sonthofen und Rieden mussten die Bewohner evakuieren, konnten den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand. In der Gemeinde Weidnau ist das Grundwasser verunreinigt worden. Grund dafür sind die starken Niederschläge der letzten Tage. Bürger werden dazu aufgefordert, das Leitungswasser mindestens 10 Minuten abzukochen, um mögliche Bakterien abzutöten. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Oberallgäu setzt die Gemeinde dem Wasser nun Chlor zu und führt Rohrnetzspülungen durch. Die Stadt Kaufbeuren hat eine eigene Postkartenserie bekommen. Diese ist heute offiziell vorgestellt worden. Ich sehe nach wie vor einen Markt für Postkarten. Das ist kein Anachronismus. Die Menschen schätzen das als Erinnerung. Und ich bin überzeugt, dass auch die Kaufbeurer ihre Stadt auf Postkarten entdecken wollen und die möglicherweise auch in der Nutzung der Kaufbeurer eine ganz bedeutende Rolle spielen werden. Verschiedene Motive, wie zum Beispiel das Tänzelfest, Kaufbeuren bei Nacht oder der Fünfknopfturm, sind auf den Postkarten zu sehen. Die Bilder wurden von dem Fotografen Matthias Wild gemacht. Die Postkarten sind demnächst unter anderem in den AZ-Service-Centern erhältlich. Ja, und das waren die Meldungen und nun, wie immer, der Blick aufs Wetter. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die Nacht zum Dienstag bleibt in den meisten Teilen des Allgäus regnerisch. Die Temperaturen liegen bei nasskalten 13 bis 14 Grad. Auch am Vormittag bleibt es weiterhin trüb und nass. Das Quecksilber klettert auf maximal 16 Grad. Erst gegen Nachmittag zieht der Regen Richtung Osten ab. Die Höchstwerte liegen bei rund 18 Grad am Bodensee. Der Mittwoch beginnt freundlich und wieder wärmer. Viele Sonnenstrahlen sind zu erwarten. Hin und wieder zeigen sich aber auch ein paar Quellwolken. Am Donnerstag wird es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen geben. Die Werte liegen bei rund 21 Grad. Der Freitag bleibt trocken. Es werden Temperaturen bis zu 20 Grad erwartet. Zurück in die Vergangenheit hieß es am Wochenende für die Stadt Füssen. Genauer gesagt, zurück in die Jahre zwischen der Antike und der Neuzeit. Grund dafür waren die historischen Gerichtstage, die ganz Füssen in das Mittelalter versetzten. Organisiert wurde das Ganze vom Kaiserverein Füssen. Und bei der mittlerweile vierten Auflage war im Zentrum der Stadt so einiges geboten. Meine Kollegen Bianca Dummer und Martin Hock waren für Sie vor Ort. So oder so ähnlich muss es sich wohl in der Stadt Füssen zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert zugetragen haben. Die Menschen waren in altertümliche Kostüme gehüllt und alltägliche Verhandlungen über kleinere oder größere Delikte wurden auf dem Schrannenplatz abgehalten. Seit einigen Jahren sind die historischen Gerichtstage ein fester Bestandteil des Füssener Veranstaltungskalenders.
Das sind jetzt die vierten historischen Gerichtstage und die wurden ins Leben gerufen. Wir sind öfter in Eichach schon gewesen und da spielen die Eichacher Volkstheater, die spielen da. Und da wurde so besprochen, das wäre doch mal schön, sowas hier in Füssen zu machen. Und da kam das dann so raus. Bei den historischen Gerichtstagen standen wie zu damaligen Zeiten Streitigkeiten und Rechtsfälle aus dem alltäglichen Leben im Mittelpunkt. Dabei ging es unter anderem um Hausfriedensbruch, Heiratsschwindelei oder Raub von 8 Fässern Wein. Nicht nur der altertümliche Hintergrund der Stadt Füssen machen die Gerichtstage immer wieder zu etwas Besonderem. Ja, zum einen natürlich die Kulisse. Es ist eine historische Stadt, die sich in dieser Form ja kaum irgendwo anders sonst am Alpenrand, im nördlichen Alpenrand findet. Das ist das eine. Und das zweite, dass wir gewandelt sind sicherlich. Also Sie merken es ja hier, man trägt also nicht slim fit, sondern man trägt es ein bisschen lockerer und historisch. Und für uns selbst ist es auch ein Riesenspaß, 2 Tage. Man vergisst alles andere und sagt, okay, jetzt, wir tauchen ein in die Geschichte und das finden alle toll. Das sind Bilder, also wenn man für jedes Foto, das von einem aufgenommen wird, 1 Euro verlangt, dann wird man an diesen Tagen reich. Neben den historischen Aufführungen auf dem Schrannenplatz gab es in der Innenstadt natürlich noch weitere Marktstände und Buden zu betrachten. So konnte man sich unter anderem im Armbrust- oder Bogenschießen versuchen, Handwerkern über die Schulter schauen oder seinen Einsatz beim Mäuseroulette machen. Bei uns gibt es jetzt eine kurze Pause, danach nehmen wir Sie dann mit nach Oberstdorf zum Musiksommer. Bleiben Sie dran. Alles, was für Bayern wichtig ist, zeigt TV Bayern Live. Das neue TV-Magazin mit Themen aus allen bayerischen Regionen und aus der Landeshauptstadt. Politik, Kultur, Brauchtum, Wirtschaft, Sport und natürlich viel Prominenz. TV Bayern Live in 60 Minuten aktuell informiert und gut unterhalten. Ihr bayerisches Fernsehprogramm. TV Bayern Live immer sonntags von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr auf RTL. Mitmachen, mitsammeln und mit dem Allgäuer Brauhaus bewegende Preise gewinnen bei der großen Sommeraktion. Einfach Aktionskronenkorken sammeln und superstarke Sommerpreise abräumen. Hauptgewinn ist ein Suzuki Jeep. Weitere Infos ab sofort im Getränkehandel und unter allgäuer-brauhaus.de. Allgäuer Brauhaus, Brautradition aus Kempten. Hallo, guten Abend. In jeder Situation klare Sicht mit der Fento Sekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Grenzenlos. Kultur und Natur erfahren. Oberösterreich verspricht Radfahrerlebnis pur für die ganze Familie. Zahlreiche bestens ausgebaute Radwege erwarten Sie. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Das bayerische Golf- und Thermenland und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Stein, Wasser, Kunst. Wir bieten Ihnen über 100 Brunnen und Wasserspiele aus Meisterhand in unserer Ausstellung. Brunnencenter Allgäu, Jocham Natursteine in Durach. It's all about Waffenbär. Das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Die Kemptener Filmnächte 2010. Top-Kinofilme bis 8. August auf der Burghalde. 18 ist eine magische Zahl, nicht nur für Jugendliche, die endlich volljährig werden, auch für den Oberstdorfer Musiksommer. Denn auch der ist heuer volljährig geworden und hat sich mittlerweile in der Region etabliert.
Am Freitag war das festliche Eröffnungskonzert in der katholischen Kirche in Oberstdorf. Die russische Kammerphilharmonie aus St. Petersburg mit dem international bekannten Klarinettisten Fabio Di Casola gaben sich die Ehre. Meine Kollegen Evelyn Priep und Julian Küpper waren vorab beim Empfang dabei. Musikalische Untermalung beim Empfang der Ehrengäste und Sponsoren im Pfarrheim zum 18. Oberstdorfer Musiksommer. Endlich ist die Sommerveranstaltung volljährig. Da kommen bei den Beteiligten auch Erinnerungen an die Anfänge des Musiksommers hoch. Ja, ich finde das erstmal fantastisch, dass der schon 18 Jahre lang durchgehalten hat. Ich bin hier aus Oberstdorf und ich habe keinen Sommer versäumt. Dass gleichzeitig neben der Förderung der Jugend die Meisterkurse stattfinden, die halt doch wirklich ausgewachsene, ausgereifte, große Musiker in die Region bringen. Und ich denke, es ist mittlerweile nicht nur der Oberstdorfer Musiksommer, sondern der Musiksommer der Region. Also für mich, ich war damals auch gerade viel am Geige üben, noch so aufstrebend und so neugierig auf alles. Und für mich war es einfach toll, dass man überall zum Beispiel in die Meisterkurse reingehen konnte, einfach zuhören. Das ist ja kostenlos auch, kann man einfach hingehen. Und lernt unheimlich viel, aber man hat auch unheimlich viel mitgekriegt, so wie beseelt es eigentlich rangegangen ist. Ehrengast war der Präsident des Bayerischen Musikrates, Thomas Goppel. Seit 37 Jahren, so Goppel, beobachtet er die Entwicklung in Oberstdorf. Und so sind ihm die Vorteile einer solchen Veranstaltung gegenüber einer Großstadt wie München ganz klar. Der Oberstdorfer Sommer hat jedes Jahr das Bayerische Landesjugendorchester zu Gast. Und er hat jedes Jahr die Spitzen aus der bayerischen Musikentwicklungsszene geholt. Die Münchner fühlen sich wohl, weil sie immer alle Spitzen da haben. Aber dass sie die Spitzen so bewusst holen und damit im Prinzip das, was morgen gefeiert wird, heute schon mal ein Stück ausprobieren, das passiert in München nicht, jedenfalls nicht wissentlich. In Oberstdorf jedes Jahr wissentlich. Und wenn man das weiß, hat man Lust herzukommen. Lust auf den Oberstdorfer Musiksommer hatten viele. Darunter auch der Regierungspräsident von Schwaben, Karl Michael Schäufele, sowie der Bürgermeister von Immenstadt, Armin Schaub. Der Bürgermeister hat gesagt, von einer Liaison gesprochen, von Kultur und Natur, wie die Überschrift eigentlich heißt. Wenn man eine Liaison hat, wird man nicht volljährig, sondern man bleibt frisch und jung. Und man ist eigentlich immer in dem Alter, in dem man gerade hineinschlürft. Und das wünsche ich dem Musiksommer, dass er immer 18 bleibt. Das, glaube ich, braucht er, damit er auch in der Zukunft die nächste Generation lockt, während er mit der Alten noch seine Possierlichkeiten treibt. Anschließend fanden sich Ehrengäste und Sponsoren sowie zahlreiche Zuschauer in der Kirche zum Konzert ein. Klarinettist Fabio Di Casola faszinierte mit seinem Können. Ein melancholisch sanfter und vor allem gelungener Einstieg in den 18. Oberstdorfer Musiksommer. Ja, und heute findet auch schon das nächste Konzert zum Oberstdorfer Musiksommer statt. Unter dem Titel Musik und Wort spielt das Trio Opus 8 und Peter Fricke im Oberstdorfer Haus. Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen dazu und zu allen anderen Konzerten finden Sie im Internet unter www.oberstdorfer-musiksommer.de. Und wenn Sie den ein oder anderen Beitrag jetzt verpasst haben oder ihn schlicht noch einmal sehen wollen, dann schauen Sie einfach auf unsere Homepage. Dort finden Sie nämlich alle Beiträge der vergangenen Wochen zum nochmal anschauen. Die Adresse lautet www.tv-allgäu.de. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie das möchten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Rund um die Uhr Strom. Zukunftsstrom. Feierstrom. Das alles ist Allgäustrom. Allgäustrom. Die heimatstarke Energie.